Heute ist 6.05.2023, Beschaffungsorganisation NBW6, NBW6, NBW4. Wir gucken uns heute das Fundament eines nachhaltigen Unternehmens aus der Sicht der Beschaffungsorganisation. Okay. Konkret schauen wir uns nach Unternehmenslösungen und firmenweite Funktionen und branchenspezifische Nachhaltigkeitslösungen umzusetzen. Die erste ist den ERP Cloud. Mit dem Unternehmen verbunden ist. Das ERP oder jede Cloud hat die Eigenschaft, dass es nicht physisch angesiedelt ist, wo das Unternehmen ist, also nicht geopolitisch physisch angesiedelt. Das heißt, die Servers können in beliebig USA oder China oder wo auch immer liegen. Das kann zu Problemen führen, wenn diese Länder nicht mehr befreundet sind mit uns. Okay, also kann zu geopolitischen Schwierigkeiten führen. So, verankert das ERP Cloud verankert Nachhaltigkeit in zentralen Geschäftsprozessen und ermöglicht damit Folgendes. Eine Verbesserung der Datenerfassung und Transparenz. Zur Einhaltung aktueller und zukünftiger gesetzlicher Vorgaben. Okay. Ich erzähle euch jetzt einen echten Fall. Okay. Eine deutsche Firma wird aufgekauft von einem amerikanischen Fonds, ein Investor. Amerikanischer Fonds, natürlich angesiedelt in den Staaten, möchte, dass alle Daten der Firma
HR auch, personalbezogene Daten, in Amerika liegen. Geht nicht so einfach. Eine massenhafte Übertragung der Daten nach USA, Verstoß gegen gewissen EU-Regeln, führt dazu, dass der Personalleiter, also nicht Anwälte, ungefähr 200.000 bis 300.000 Euro in die Hand nehmen muss, um zu klären, was, welche Daten, wie, bababababa. Am Ende der Geschichte wird der Personalleiter, weil es so viel gekostet hat, entlassen. Der deutsche Personalleiter als Leidtragender der Geschichte. Okay. So, Cloud-Lösungen werden, ist die neue Form der Machtübernahme. Und China versucht es fast umsonst anzubieten. Amerikanische Firmen bieten es auch, Amazon, Google und so weiter, bieten es fast umsonst an, auch SAP. Und es ist aber wirklich, kann zu einem existenziellen Problem werden, wenn ihr nachher, weil dann gibt man einfach die Daten ab. Sie zurückzukriegen ist beinahe unmöglich. Die sind schon weg. Okay. Gut. Deshalb bin ich immer skeptisch. Das Gegenteil von Cloud ist Edge Computing. Okay? Damit ihr das schon mal gehört habt, Edge. Wie Kante. So, dies verbirgt auch Gefahren. Die nicht so offensichtlich sind. Und darüber redet eigentlich keiner gerne. Geopolitik. Beziehungsweise unterschiedlich ausgeprägte länderspezifische Gesetzgebung. Zur Datensicherheit. Okay, hier aufpassen. Wenn ihr eine Entscheidung trifft für euer Unternehmen in 2, 3, 4, 5 Jahren, wo ihr eine Führungsaufgabe übernimmt, Entschuldigung, sei es euch bitte bewusst, wenn ihr halt fremd geht, könnt ihr halt Krankheiten kriegen. So, 2-1 oder Entschuldigung, 1-1-2. Einbindung. Von Nachhaltigkeitskennzahlen. Zur Förderung nachhaltiger Wertschöpfungsnetzwerke. Und
Ganzheitliche Unternehmenssteuerung. Ein Vorteil von einem globalen ERP-System, also mit global meine ich im Cloud, ist, dass jeder Socke drauf Zugriff haben kann, aus Hongkong, Taiwan oder Stuttgart. Jede Führungskraft kann sich die Kennzahlen angucken von Supply Chain, wenn er am Flughafen Peking ist. Habe ich öfters gemacht. Okay. Wo ich halt in Sao Paulo war und dann habe ich mir halt meine Linie in Mannheim angeguckt. Online. Und dann kann man gleich wichtig spielen am Telefon. Die Idee hier ist, dass alle Daten dann online sind und das ermöglicht eine Transparenz und eine Einbindung der Thematik in die Richtung, die man halt möchte. Insbesondere bei der Nachhaltigkeit ist sehr interessant. Okay, also hier spielt eine Rolle hier diese Thematik, die wir, glaube ich, in der ersten Vorlesung uns angeguckt haben, wo wir über soziotechnische Systeme gesprochen haben. Das ist die Technik. Und haben wir gesagt, hier das ist unser Shopfloor. Hier haben wir den Wertstrom. Hier haben wir die Fabrik. Und hier haben wir die Supply Chain. Haben wir das gemacht? Das ist so groß. Die Cloud-Lösungen ermöglichen das Zusammenbinden von diesen komplexen Netzwerken. Ich kann mir von überall auf der Welt meinen Shopfloor angucken, auch wenn die Maschine mehrere Sensoren hat, mein Wertstrom mehrere Fabriken, mehrere Maschinen hat, meine Fabrik mehrere Wertströme, mein Supply Chain mehrere Fabriken. Ich kann es aggregieren, hoch und runter. Die Transparenz und Kennzahlen Aggregation ist online in Echtzeit möglich. Wenn ich lokale Systeme und jeder Beschaffungsmitarbeiter mit seinem Excel unterwegs ist, das geht in die Hosen. Okay. Ich kann mich erinnern, als wir ein Motor, der Heavy Duty Engine Plattform Motor von Mercedes für die LKWs. Wenn jemand in der Branche unterwegs ist, der HDEP heißt es, man hat 1 Milliarde in Entwicklungskosten reingesteckt. 1 Milliarde, also der Wahnsinn. Dann kommt ein Supply Chain Manager, der sich für sehr intelligent gehalten hat, sagen wir mal, und hat versucht, 3 Werke, einmal in Japan, einmal in Deutschland und einmal in Japan, mit 3 verschiedenen Excel-Tabellen zu planen, die Stückzahl, die Produktion, in einem komplexen Supply Chain-Netzwerk, also sehr viele Teile, so ein Motor hat 6.000 Teile so ungefähr. Und
Da natürlich haben wir einen Bullwhip-Effekt erlebt und so einen Peitschen-Effekt, kennt ihr vielleicht, da habt ihr schon gehört. So, man steckt 1 Milliarde Euro in wirklich geile deutsche Entwicklungsingenieurkunst. Das war wirklich technisch das Beste. Und dann kommt ein Kasper und plant die Stückzahlen mit Excel. Da kannst du kotzen. Natürlich geht alles, was schief gehen kann, geht schief. Okay. Naja. Eins Punkt drei. Gewinnung von Einblicken. Mit den sich Produkte und Services basierend auf nachhaltigen Prozessen. Sich differenzieren lassen. Zum Beispiel macht das Apple, die versucht ihre Produkte zu differenzieren, dadurch, dass Recycle-Quote relativ hoch ist. Wie bereits erwähnt in der Green IT-Vorlesung, da kommt ihr nur fast, ihr zwei. Ich kann mir den Luxus erlauben, solche Regelkreise einzuführen, erst wenn ich eine Marktposition erreicht habe. Warum kann sich Apple das erlauben, eigentlich diese geschlossene Regelkreise einzuführen, damit zu werben? Weil die die Kasse voll haben. Ist denen egal, ein bisschen drauf zu bezahlen, wenn sie werben können mit: Wir sind grün, wir sind das und das und das. Wir sind cool und Kalifornien. Ja. Am Anfang war Apple einer der schmutzigsten Konzerne, den es gab. Okay. Genauso wie die Automobilkonzerne, genauso wie. Siehe Deutschland oder Pharmakonzerne, die halt in Indien und so weiter. Erst wenn ich meine Marktposition gesichert habe und dann habe ich eine Quote von 60, 70% oder mehr, die Kasse voll ist, erst denke ich drüber nach, sexy zu werden. Vorher ist das scheißegal. Das ist die braune Realität. Hast du Fragen? Oder habt ihr Fragen? Nein. Eins, vier. Ich kann auch dadurch die Steigerung von Transparenz und Kontrolle über Materialflüsse und Materialverbrauch, CO2-Emissionen sowie humanitären und sozialen Aspekten
der Geschäftsabläufe. Okay. So, Fazit von ERP im Cloud-Modus ist mehr Geschwindigkeit, Warum? Weil ich einen geringeren Average Path Length habe in meinem Netzwerk. Denke immer mit dem Paradigma Netzwerke, immer. Nie wieder vergessen, okay? Warum passieren die Dinge anders? Weil die unterliegende Netzwerkstruktur sich geändert hat. In euren Lieferantennetzwerken, in euren Kundennetzwerken, in euren Freundschaftsnetzwerken, in euren Beziehungsnetzwerken, alles hat mit Netzwerken zu tun und viele komplexe Prozesse lassen sich damit erklären. Okay? So, mehr Transparenz. Warum mehr Transparenz? Weil die Digitalisierung ermöglicht halt die Rückverfolgbarkeit. Ich habe mehr Standardisierung in Klammer von Geschäftskommunikation. Das führt dazu, dass ich halt Netzwerke überhaupt ermögliche. Denke in eine Nebulöse, diejenigen, die das gemacht haben, Projektmanagement an dem CPDNA. Erst wenn ich mein Standard in der Kommunikation schaffe, kann ich ein Netzwerk ermöglichen. Anders geht es nicht. Und letzten Endes, das bringt mehr Agilität. Stichwort Agile, das ist auch wichtig. Ich ermuntere euch, dieses Stichwort im Sinne von Projektmanagement zu googeln. Und gegebenenfalls eine Online-Schulung gibt es mehrere in Agile Projektmanagement zu besuchen. Okay? Sind auch nicht so kostenintensiv. Das bringt halt die Durchlaufzeit runter. Negativ, ich biete mehr Angriffsfläche an. Erhöht sich durch die Transparenz. Negativ auch geopolitische Konflikte, politische Konflikte machen mir anfällig. Anfälligkeit. Okay. Lösungsansatz. Es kommt darauf an, okay, wie immer. Aber eine gesunde Mischung zwischen ERP Clouds plus Distributed Ledger. Das ist eine Blockchain, okay? Also eine Komputation, die verteilt ist über mehrere Standorte, damit man halt und in ganz spezifischen Anwendungen, die auch kritisch sind für die Qualität des Produktes, Edge Computing. Okay.
Und diese Mischung ist auch von den Beschaffer, von den Beschaffungsmitarbeiter zu berücksichtigen. Ist nicht das Gleiche, wenn ich die Produkte in einer cloud-basierten Fertigung anfertige, wie wenn ich die Produkte in einer Edge Computing lokale Fertigung anfertige. Nicht das Gleiche. Und die Entscheidungen sind unterschiedlich, die Beziehung zu den Lieferanten ist unterschiedlich und so weiter. Okay. Deshalb ist diese Technologie notwendig. Also ihr müsst euch schon mit dem Thema auseinandersetzen, um hier halt nicht blauäugig zu handeln. Weil am Ende müsst ihr die Verträge unterschreiben. Am Ende seid ihr diejenigen, die den Unterschrift auf dem Vertrag stempelt. Und dann seid ihr halt auch fällig. Und das ist auch das Unschöne an dem Beschaffungsjob, diese Verantwortung. Kann sehr teuer sein nachher. Fragen dazu? Ja. Aus den genannten Vorteilen werden ja die meisten großen Konzerne mittlerweile Cloud Computing nutzen. In ihren Netzwerken hosten die Clouds dann selber, also gerade wegen den Risiken, die dahinter stecken. Das Hosting wird teilweise halt abgegeben. Ein Konzern, In Daimler zum Beispiel. nenne einen Konzern, den du magst, Daimler. Nenne einen Konzern Facebook, nenne einen Konzern Apple, nenne einen Konzern Google, nenne einen Konzern VW. Sind unter uns, jetzt hört niemand, sind Banken mit ein bisschen Produkt. Sind Finanzinstitutionen geworden, die verwalten Cashflow. Verwalten nicht mehr Produkte, die verwalten überwiegend Cash und machen ein bisschen oder halten ein bisschen die Fertigung halt am Laufen, damit sie eine Daseinsberechtigung finden in der jeweiligen Gesellschaft. Also sind denen die Risiken, die durchs Cloud Computing zum Beispiel einhergehen, wären die Risiken denen in dem Fall egal? Oder Die, gehen die nee, damit die, ein? nein, die sind nicht egal. Daimler hatte sehr viele Investitionen in Russland und die müssten die halt einstampfen, aber das ist eine reine Cashflow-Thematik. Ich wickel meine Supply Chain nicht mehr über Russland, sondern über die Türkei oder über Afghanistan oder über Indien. Das ist für so einen Konzern vollkommen egal. Es ist nur eine reine Cashflow-Frage. Amazon ist eine Bank. Es ist nicht, es ist ein Unternehmen, was dein Geld sofort kassiert und bezahlt die Lieferanten auf 6 bis 12 Wochen. Also das heißt, diesen zeitlichen Delta haben sie x Milliarden, um spielen zu können. Und dann haben die eine Kaufkraft, die ist unvorstellbar. Können sie dann damit viel, viel mehr Geld verdienen, weil sie dieses Geld halt anlegen und an den Immobilienmarkt reinpumpen und so weiter. Und so in Entwicklung, in Forschung und Automatisierung, Digitalisierung, alles Mögliche. Google ist genau das Gleiche. Apple wird zu einer Bank demnächst. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Die versuchen halt in den USA eine eigene Bank zu gründen. Und es ist halt da, muss man sich vorstellen, Apple hat ungefähr so viel Geld in den Einsparungen, also eingespartes Geld, wie viele Staaten. Oder mehr. Also. Ja gut, die sind ja seit 6, 8 Jahren mit ihrem Apple Pay schon unterwegs. Ja, Aber genau, in dem Fall das war nur ein komplett. Zwischenschritt. Das Apple Pay war ein Zwischenschritt, aber jetzt gehen sie in den Bankengeschäft. Das heißt, die versprechen auch, wenn du das Geld da anlegst, versprechen die auch 3-4% konstant. Das bietet keiner an hier. Ja? Und
Die Logik geht immer mehr in diese digitalen Welt, die mehr entfernen wir uns immer mehr von der Natur, von dem Umwelt, von dem physischen Welt und wir gehen immer mehr in der virtuellen Realität. Seht ihr hier, in der Vorlesung gibt's, ihr kommt gar nicht mehr. Ihr kommt vielleicht eine, zwei, vor 2 Wochen gab es hier keiner. Warum? Weil es bequemer ist oder weil es einfacher ist oder weil man sich die Transportkosten einspart oder weil man halt sich nicht mehr bewegen will und lieber mal was anderes macht. Die Welt wird digitaler, wir werden immer schwacher in der physischen Welt. Deshalb die Technologie wird immer besser und der Mensch wird immer schlechter. Diese Schere, ja, ist nicht mehr aufzuhalten, denke ich. Wird nur mit Implantate, also irgendwann kommen technische Implantate in den menschlichen Körper rein. Diejenigen, die sie sich leisten können. Die Nachteile, um auf deine Frage zu kommen, die Nachteile, die hier sich aufwirken. Glaubst du nicht, dass 3, 4 Monate vor dem Krieg alle Konzerne, die relevant sind, schon nicht wussten, dass was kommt in Russland? Ja, also Automobilkonzerne zum Beispiel, die großen europäischen, die sehe ich nicht als relevant in dem Die Falle. Also Facebook und Co. die ja. haben alle Investitionen da in dem Land und die sind schon davon. Weißt du, ich kann mich erinnern, ich war in Japan in der Automobilkrise in 2008, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vielleicht nicht. Riesen, riesen Krise 2008. Ich war gerade frisch da, 3 Monate. 31 war ich, glaube ich, 2 Wochen vor dem Crash, wo der Yen eigentlich zum Euro den Kurs komplett gedreht hat, hat uns die Personalabteilung informiert. Jetzt bitte ziehe Euros, ziehe Yens, weil es kommt. Okay. Die wissen schon, was Sache ist. Das ist nur. Und was in die Zeitung kommt, was in den Nachrichten kommt und so weiter, glaub bitte kein Wort. Das ist alles nur ein Quatsch, nur um die Leute zu betäuben. Ist wirklich gar nichts ist wahr. Ja, reine Unterhaltung. Gut, machen wir weiter. Das zweite Konzept ist das BTP. Business Technology Platform. Okay. Hier versucht man eine Integration und Erweiterung der Geschäftsnetzwerke hier. Durch ein BTP versucht man eine Standardisierung der Geschäftsprozesse wird angestrebt. Hat
einige Probleme oder bringt einige Probleme mit sich. Zum Beispiel die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Beispiel, es gibt da BMW, Mercedes, Porsche, die großen deutschen Automobilhersteller haben Plattformen, um sich mit ihren Lieferanten auszutauschen. Bosch, Siemens und so, die sind aber auch Mahle und Handmahl, kleinere, die es ermöglichen, halt den Datenfluss einwandfrei zu gestalten. Problem ist, wenn du nicht mehr mitspielen willst, weil der Preis, den dir bezahlt wird, halt zu klein ist, zu gering ist oder du verdienst halt kein Geld mehr und so weiter, kannst du nicht mehr eigentlich in dieser Geschäftsbeziehung arbeiten, aber musst, weil du gar keine andere Wahl hast. Es schafft eine gegenseitige Abhängigkeit, die vielleicht nicht gesund ist für die Parteien. Und dann rauszugehen, kostet halt viel mehr. Okay. Einen weiteren Thema ist die Transparenz, der aufgeschlüsselte Daten. Für Compliance und ESG-Berichte, ESG, entschuldige, Environmental Social Governance. Kanntet ihr das schon? ESG? Oder eine ganzheitliche Steuerung. Und der Supply Chain. Denke immer an diesem technischen Achse, okay? Ich kann auch frühzeitige Erkennung von Anomalien im Wertschöpfungsnetzwerke und somit keine eine für frühere Reaktion ist möglich. Okay. Das dritte. Natürlich, wenn ich Kennzahlen habe, dann kann ich immer eine Intelligenz in Anführungsstrichen eine Analytik darunter packen. Dritte ist Logistikmanagement.
Hier werden Lösungen für das Supply Chain unterstützt. Für Nachhaltigkeit. Und Governance in der Wertschöpfungskette. Wenn ich W schreibe, ist normalerweise Wertschöpfung. 3.1. Design von Recycle. Barer und ökologisch nachhaltiger Produkte. Senkung von Emissionen und ethische Materialbeschaffung. Wenn ihr nachher Beschaffungsmitarbeiter seid und ihr weißt, dass ein Lieferant fertig mit Kinderarbeit günstiger, was macht ihr? Stoßen. Die Firma sagt aber, geht nicht, Preis ist günstiger. Was macht ihr? Entweder unsere ethischen Grundsätze verwerfen oder genau. Das Produkt, das wir herstellen, abstoßen. Du hast ein Kind, die ethischen Grundsätze, scheiß drauf. Du hast zwei Kinder, sie müssen essen, hast einen Kredit. Ich habe nie was gehört von Kinderarbeit. Genau, ja. In diesen Fragestellungen kommt man. Okay? Und dann musst du dir entscheiden, gehe ich links oder gehe ich rechts. Es gibt keinen Mittelweg. Musst dir entscheiden. Und es ist nicht einfach. Okay? Beschaffung von Rohstoffen. Generell, es ist nicht von Vorteil, dass eine Firma oder eine Personalabteilung weiß, dass ihr einen Kredit aufgenommen habt. Es ist nicht von Vorteil, dass die Personalabteilung unnötige Informationen über euch hat. Wenn ihr in einer Firma arbeitet als Führungskraft, lösche eure Profile im Facebook, Twitter, bla bla. Oder macht es nur unter Pseudonym. Profilbilder alle weg. Xing, vergiss es. Und so weiter. Die ganze Scheiße ist nur Information rausgeben ohne Mehrwert. Okay. Aufpassen, was ihr sagt über WhatsApp, über das ist alles, alles wird halt in die Lupe genommen, wenn ihr 300 Mitarbeiter unter euch habt und 1 Milliarde Euro zu verwalten im Jahr in Einkaufskraft. Schwachstellen werden gesucht und werden ausgenutzt. Okay, ist klar. Also, Brass Balls, sag mal. Kennt ihr einen Brass Balls? Wie kann man das übersetzen? Eier aus Stahl. Eier aus Stahl. gut. Beschaffung von Rohstoffen ohne
Sklavenarbeit. Lieferketten nachhaltig konzipieren. Okay. Und der letzte Punkt. Das Konzept der Business Netzwerk. Ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Das Buch Network Science von Barabasi 2016 ist eigentlich ein Muss für euch. Okay. Aus meiner Sicht. Wenn ihr in diesem Geschäft arbeiten wollt. So, durch die Standardisierung der Geschäftsabläufe. Entstehen Geschäftsnetzwerken mit Handelspartnern, welche die Transparenz Reichweite und Wirksamkeit Wirksamkeit der Nachhaltigkeitsinitiativen erhöhen können. So, 4.1 rollenbasierte Zusammenarbeit. Mit Handelspartnern. Vier, zwei. Effizienzsteigerung. Durch weniger Unterbrechungen und effektive Lieferung. Ich kann auch den Zugriff auf historische Daten um Trends zu erkennen. KPIs zu verfolgen.
und Benchmarks mit Werbewerben zu vergleichen. Und hier Nutzung von Echtzeitinformationen. Ermöglichen schnelleres Handeln. Okay. Ist überhaupt online hier? Anna. Okay. Hi. Hallo Anna. Du fällst mir hier. Ja, ich bin gerade in der Heimat, weil ich Termine hatte. Alles gut, alles gut. Sind gerade alle da und deshalb. Okay. So. Fragen.